So, hier ist er wieder, The Void Doctor, mit unserem Versuch, Meister von Urion zu werden. Und zwar im dritten Teil, und zwar Ultimat. Ah ja, und da ich neu angefangen habe, dürfen wir uns die Glossen nochmal ansehen. Gut für Anfänger, aber was soll's. Jetzt haben wir doch schon eine ganze Menge Agenten. Die sehen allerdings natürlich noch alle gleich aus. Mal sehen, wir haben zwei Attentäter und zwei Spionage-Hacker. Die sind bei uns erstmal in der Verteidigung und werden nur diese Typen hier beschützen und die kostbaren Technologien, die wir erforschen. Ansonsten, yep, hier tut sich schon langsam was auf der Karte, wie man sehen kann. Und wir haben zwei offizielle Feinde. Yep, rot bedeutet, die anderen Meckler, die wir getroffen haben, mögen uns überhaupt nicht. Wahrscheinlich, weil wir so unähnlich sind zu ihnen. Und selbst die Menschen mögen uns nicht mehr. Minus 33 Beziehung. Das ist nicht so toll. Wir können uns das sogar mal aus deren Sichtweise ansehen. Das ist genau das gleiche. Krieg mit uns. Und die verstehen sich nicht so gut mit denen, aber handeln wenigstens. Und die hier. Ah, die kommen mit uns beiden aus und lachen sich schlapp, dass die dummen Roboter gegeneinander kämpfen. Okay. Jetzt nochmal zurück zum... Oh je, wir sind schon wieder zurückgefallen soweit. Ah je. Wir brauchen mehr Mineralien für unsere Industrie. Und da wir mit Maschinen spielen, auch zur Ernährung der Roboter. Geht zurück. Gucken wir uns das mal der Reihe nach an. So, hier ist eins unserer unter lichtschnellen Angriffsschiffe gebaut werden. Schnell mal eine Raketenbasis reinsetzen, für den Fall der Fälle. Bis hier mal raketig wird. Ansonsten... Oh, ein neues System ist erforscht worden. Das war... Oh, hier irgendwo in der Ecke. Du fliegst mal jetzt dahin. Und wir gucken uns das nochmal an. Da erkenne ich mich... Ah, hier habe ich noch gar nichts gemacht. Das ist alles leuchtend rot und auch nicht viel mineralienreich. Das können wir für später vormerken, falls wir wieder mehr Mineralien brauchen. Aber zur Not bedeutet Rot und Rot 2 einfach nur Mist. Aber wir haben einen neuen Planeten so nebenbei gekriegt. Groß, groß, größer am größten. Naja, 8 ist mittelgroß. Bisschen größer als die Erde. Und ein paar Besonderheiten. Normal G, gut für Menschen, aber leider für Meckler ist das ein bisschen heftig für ihre zierlichen Roboterkörper. Starke Magnetfelder behindern die Produktion. Das Militär und die Forschung. Heiks. Naja gut, wir können ja immer noch seltene Mineralien. Ah, aber das ist, in dieser Region gibt's was, das ist gut für die Forschung. Okay, dann können wir zumindest hier Forschung betreiben. Hier in den Bergen können wir noch ein bisschen Bergbau betreiben. Na, hier lohnt sich das nicht so. Hier setzen wir mal Regierung rein. Sowas mache ich immer gerne, weil die meisten Völker mit zerklüfteten oder gebirgigen Landschaften Probleme haben. Und wenn irgendwann feindliche Bodentruppen hier enden, machen wir Erholung rein, dann haben die meistens Schwierigkeiten, die wichtigen Zonen wie die Regierungsgebiete einzunehmen. Und damit kriegen sie nicht die Kontrolle über den Planeten und müssen sich dann meistens zäh um die einfacheren Gebiete vorkämpfen. Zumindest war das in meinen erfahrungsgemäß so. Vielleicht hatte ich bisher auch immer nur das Glück, gegen Feinde anzutreten, die da halt quasi im Nachteil waren. Aber hey, machen wir erstmal aus CV3. Hier ist mal ein Forschungsplaneten. Und da die Industrie behindert ist hier, durch die starken Magnetfelder dürften 5, mal sehen, wie stark war der Malus nochmal, 25. Entspricht also 4, ist noch ganz ordentlich. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Forschungszentren ist noch ganz ordentlich. Ist praktisch unser erster richtiger Forschungsplanet. Ansonsten können wir alles so lassen, wie es ist erstmal. Ah ja, unsere Forschung geht weiter. Mit automatischer Mine kriegen wir eine weitere Verbesserung für unsere Mineralienproduktion und die Sachen, die hier sichtig. Hier ist zum Beispiel etwas für unsere Agenten, die Trainingsvoraussetzung, Situationsanalyse, Schnelligkeit, objektives Denken und Fähigkeit unter Stress zu operieren werden quasi den Leuten vermehrt eingetrichtert. Fehlt natürlich die Erklärung, warum man das früher nicht so gemacht hat, aber hey, besser spät als nie, nicht wahr? Hier wird schon alles Tolles geforscht. Die Katalysatorentwicklung haben wir leider noch nicht.
zwei Erinnerungen. Damit können wir quasi unsere Industrieprozesse besser machen, chemische Prozesse besser anpassen und so, bla bla, so dass weniger Energie und Rohstoffe verbraucht werden. Und damit braucht unsere Produktion plötzlich ein Drittel weniger Mineralien und plötzlich sind wir aus dem roten raus und im grünen Bereich. Problem ist natürlich, wie man hier sehen kann, das kommt erst in der nächsten Stufe, hier zumindestens. Während die automatisierten Fabriken, die unsere Produktion hoch power pushen, aber dafür unsere Mineralienproduktion stärker in Anspruch nehmen, die haben wir schon bald. Und zwar können wir mal gucken. Wir kriegen in 8 Runden die automatischen Minen. Dadurch kriegen wir wieder ein bisschen mehr. Die Effizienz wird um 1 hochgesetzt. Das heißt, dass alle Minen dann quasi einen Punkt mehr produzieren. Und die automatisierten Fabriken. Verbraucht Mineralien. Die saugen das dann wahrscheinlich wieder weg. Was natürlich ein Problem ist, da ich sehr viel mehr Industriezonen habe, die produzieren müssen als Bergbauzonen, so dass sich das mehr oder weniger aufhebt und dann irgendwann ins Negative rutscht vom Verbrauch her. Aber bis das passiert, habe ich ja schon den Mathematiken-Level aufgeholt und dann hat sich das erledigt, dann muss ich darüber nicht mehr nachdenken. Wir haben moderne Gesetzestheorien erforscht und Modulgrammatik. Naja, das moderne Gesetzestheorien beschäftigt sich damit, dass sich die Bedeutung eines Gesetzes im Laufe der Zeit verändern kann. Auch wenn es komplett toll und so weiter geschrieben wurde. Und das ist im Prinzip nur, da merken die Leute plötzlich, ah ja, genau, wir müssen die Gesetze regelmäßig revidieren und ändern und so, damit sie die gleiche Bedeutung haben. Modulgrammatik versucht, die Änderungen der Sprache mit einzubauen und so. Eigentlich tolle Sachen, wäre schön, wenn unsere Regierung das auch verwenden kann. Ich glaube, ich habe das in einem anderen Video schon mal gesagt. Egal. Haben wir bestimmt nicht alle von euch alle Videos gesehen hier. Ah, ja, für euch, vielleicht kriegen wir bei euch nochmal einen Forschungsvertrag. Erörtern wir das mal ganz ruhig. Und hier, Sieg kann man sich auch noch nicht nur uns angucken. Hier, wir sind unsere tolle konstitutionelle Monarchie. Wir leben noch relativ friedlich. Und Sklavenarbeit ist bei uns verboten, denn wir sind die Guten. Und das hier sind unsere Feinde. Ah ja. Wir haben Regierungskonzept Vereinigung. Das heißt, die sehen uns mit unserer tollen Fast-Internet-Kollektivität und sind ganz verwirrt, dass wir einen König haben oder einen Imperator. Und das mögen sie überhaupt nicht. Und außerdem haben sie gerne Sklaven. Darum mögen sie uns noch weniger. Wir können uns das hier sogar angucken. Politische Beziehung, Hass erfüllt. Verhältnis, Krieg. Casus Belli, gleichgültig. Das heißt, es ist gleichgültig, weil noch nichts passiert ist. Wenn wir uns gegenseitig unsere Schiffe in die Luft schießen oder unsere Planeten bombardieren, dann ändert sich das schnell und dann wird das genauso gemein sein wie hier oben. Aber im Prinzip ist es so, die Politiker hassen uns, aber der Bevölkerung sind wir noch egal. Und das hier, das ist immer ganz nützlich, wenn man an diesem Schieber hier aufpasst, weil das beeinflusst, wie leicht Spione über die Grenze kommen. Das benutzt man immer automatisch gegenüber seinen Feinden. Totaler Krieg. Dann geht's, wenn man, das ist natürlich schlecht, wenn man, hier steht sogar hier, maximiert die Verteidigungsstärke, aber dafür wird die Verteidigung anderer Fronten geschwächt. Mit anderen Worten, wenn wir zu viel Krieg haben, dann passiert es irgendwann, dass die Spione von allen Seiten durchkommen. Darauf müssen besonders wir achten, weil wir das Potenzial haben, am Ende sehr viele Kriege gleichzeitig zu führen. Defensive Front ist quasi Normalzustand. Das ist halt normal. Solange wir nicht zu viele Flotten an die Grenze schicken, passiert nichts und es wird auch normal so gemacht. Aber manchmal schlüpfen Spione durch und ruhige Front. Das macht man gegen Leute, mit denen man verbündet ist. Diese beruhigen sich dann auch und sind leichter in der Allianz zu halten und so weiter. Nur kommen eben auch Spione leicht rüber. Aber wir lassen das auf totaler Krieg. Wir wollen es denen ja nicht zu einfach machen. Hier, da wir mit denen gerade handeln, ist ruhige Front und darum kriegen wir auch manchmal Spione von denen aufgebrummt. Und bei uns ist es ausgegraut, weil, ja, wir sind ja wie selbst. Hier können wir uns nochmal einen Überblick über alle, die wir kennen, ansuchen. Wir haben 13 Planeten, die haben 8, unsere Feinde. Und die Menschen haben 10.
Mit den Tech-Stufen ist das ja immer so eine Sache. Wir sind etwa gleich auf mit denen. Aber da wir anders als die KI unsere Techs so weit konzentriert haben, heißt das wahrscheinlich, dass wir viel besser dastehen. Zumindest in den Gebieten, die es wirklich zählt. Da muss man auch aufpassen, weil die KIs haben hier in dem Mod auch stärker ihre eigenen Persönlichkeiten als in der Vanilla-Version. Darum werden andere Völker auch mitunter anders reagieren. In Sachen Technologie jetzt. Das andere ist natürlich klar, werden sie anders reagieren. Auf Platz 6, aber es hat jetzt noch nicht viel zu bedeuten. Darin sind ja auch die Schiffe, die wir haben. Einberechnet, wir haben noch nicht viele Kriegsschiffe gebaut. Na warte, wo kann man das nochmal nachgucken? Ah ja, genau. Hier sieht man zum Beispiel immer, wie viele Schiffe die haben. Da sind da halt auch Transportkolonisationsschiffe und so weiter mit drin. Aber 24 schon hab ich. Dann kann man davon ausgeben, dass mindestens die Hälfte uns früher oder später erreichen werden. Zwei, die sind noch völlig harmlos. Und unsere kann man ja hier nachgucken unter Flotte. Wir haben 3 in der Reserve und 4 gerade losgeschickt. Und wenn wir dann noch die Schiffe werden wahrscheinlich auch mitgezählt dabei. Das heißt, unsere Stärke wäre 17 plus die Kolonisationsschiffe, 18, 19, 20, 21. Das ist wahrscheinlich ganz gut, denn je ausgeglichener die Militärstärke ist, desto vorsichtiger werden auch Feinde sein. Um richtig Ruhe zu haben, müssten wir allerdings deutlich stärker sein als unser nervtötender Feind. Und das sind wir leider nicht. Haben wir jetzt genügend gelabert. Wir können jetzt hier eigentlich nicht viel machen, außer weiterzumachen. Nichts vergessen hier. Stoßtruppen. Naja, psychologische Konditionierungsprogramme. Ja, für unsere Robotertruppen ist das gleich dreimal so. Roboter in Uniform. Diese Roboter in Uniform können Luftlandeoperationen durchführen. Schlecht wird ihnen, höchstens wenn sie an ihre Mutter denken. Roboter in Uniform, das passt so schön, da wir eine Roboterrasse spielen. Das ist natürlich unbeabsichtigt, aber ich finde es trotzdem wichtig. Ich bin eben merkwürdig. Machen wir mal eine Runde weiter. Na ja.